Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil 5. Ja, es geht weiter. Ja, beim letzten Mal haben wir Jill Valentine einen befreit. Nein, ja. Das heißt, sie ist wieder gut. Und sie hat uns nur einmal getötet. Beziehungsweise mich getötet. Ja. Und vom Weißgraben war auf die Nuss bekommen. Ein paar Mal. Ja. Aber darüber reden wir nicht mehr. Mehr schnappen wir uns jetzt einfach Wesker. Okay. Ich überlege gerade, brauche ich die Weste? Weiß ich nicht. Das ist eine Kugel sicher. Ich nehme mal die Weste mit. Ja. Gut. Jetzt sind wir auf einem lustigen Boot. Kapitel 6.1. Das Schiffsdeck. Oh Gott, ich erinnere mich daran. Das wird jetzt richtig stressig. Die Bootlevel. Die gefallen mir ehrlich gesagt. Wir sind so schön groß. So, und wir sind zu gut tot. Verdammt. Warum sind wir schon wieder halb tot? Ja, da ist schon einer. Mein Gott, ey. Warum sind wir schon wieder halb tot? Das ist ein Kraut. Hast du ein rotes Ball bei dir zufällig? Nein. Dann lass uns mal, dann heile ich uns trotzdem mal. Bei uns am Start, bei uns am Startpunkt stand schon jemand, ey. Dann da oben steht auch schon einer. Bonk. Präventivschlag. Wow. Warte. Zack. Oh, da kommen sie. Ja, die sollen nur kommen. Ich hab mir irgendwie so gedacht, wir wollen uns da reinschleichen, aber. Ich weiß. Warte. Mach einfach nichts. Okay, die Lüfter kann man nicht ausknüpfen. Das ist so ein lustiger Trick, den man auch immer in Resident Evil 4 einsetzt. Also, weißt du warum? Weil es halt einfach funktioniert. Es funktioniert einfach. Nehmen die Fallschaden? Ja. Nehmen nicht nur Fallschaden, die nehmen ja auch Schaden durch das Messer. Oh. Ah. Der hat die Kehle aufgeschnitzt. Durch den Helm. Durch den Helm? Sir, 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 Sir. Sir, 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 geht es Ihnen gut? Meinst du, dem geht's gut? Ja. Da bin ich ja froh. So. War da oben noch was? Ich sehe nichts. Ich wollte da oben mal gucken. Ich meine, da oben war ein Emblem oder auch nicht. Werden wir sowieso verpassen. Definitiv auf diesem Schiff. Ja. Also die haben ein bisschen schwer zu finden, weil die alles so groß sind. Bin doch schon da. Bist du schon da? So eine schöne Bootsfahrt hier. Meinst du? Mal so eine Frage an dich. Bist du seekrank? Ich glaube nicht. Hast du es denn jemals mal ausprobiert? Ich war noch nie auf einem Schiff, das über einen Ozean geschwommen ist. Ich tatsächlich auch nicht. Nur über so Flüsse und so. Und da ging es mir relativ also so, gut. Also so fährenmäßig. Ja. Da ganz oben ist einer. Ganz oben? Und da oben, an dem Kran. Ja, machst du kaputt? Wo bist der Emblemjäger? Bonk. Ne, kein Emblem. So Typen stehen da einfach. Ach, Typen? Das ist, wären Embleme. Ganz schön gefährlich da oben. Hab die runtergeschossen. Hey, meinst du, denen geht's gut? Ja. Da bin ich ja froh drum. Wir wollen ja nicht, dass sich die Leute verletzen. Ich sehe schon die ganze zukünftige Level hier. Da hinten steht auch schon einer, den kann ich auch schon erledigen.
Bist du ganz oben? Bonk. Ja. Ich komme mal zu dir hoch. Ich mache schon die ganzen Typen fertig, die wir noch gar nicht. Eigentlich gar nicht sehen dürften. Bonk. Oh, daneben. Bonk. Wie treffe ich denn nicht? Okay, er ist weg. Da ganz oben auf dem Kran standen zwei Leute, die habe ich da untergeschossen. Wie cool. Ich habe uns mal geheilt. Ja, habe ich gemerkt. Da hinten ist übrigens noch eine Brandgranate, falls du noch Platz hast. Du hast noch Platz. Hier. Einfach da hoch und dann rechts halten. Wenn man nach rechts gehen. Ja. Genau. Okay, so. Meine Waffen sind nachgeladen. So, jetzt kann's losgehen. Ja. Ach nein. Na, hör ich schon weiter. Ja. Oh. Sind hinter uns welche? Nee, das waren die zwei hier. Das waren die beiden Dokus hier. Oh, hier sind ein paar dicke. Oi, oi, oi. Was hast du denn jetzt schon wieder ausgefressen? Gar nichts. Nein, ich wollte den anderen auch treffen. So etwa? Komm, Hündchen. Noch ein Hündchen. Oh nein, ich muss nachladen. Ganz, ganz böse Doggos. Geh weg. Rollt darüber und stirbt. Okay. Und du auch. Ich muss nachladen. Das ist ein rotes Kraut, by the way, nimm das mal mit. Okay. Da ist noch mehr. Blendgranate. Mehr nicht? Nö. Ach, wie schade. Aber kein grünes Kraut. Ich hab gerade meins verwendet. Vielleicht ist hier ja eins drin. Nein, aber Gold. Gold, 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 ja. Gold, Gold. 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 Wir können ja froh sein, dass es keine Schatzkiste aus Plastik ist. Ja. Plastik! Oh, Tresor. Da will ich hin. Wissen du, seh nicht. Dann vielleicht mal die Karte anstellen. So. Das ist. Wieso ist es eigentlich so, dass die Karte sich beim jeden Neuspiel nicht angezeigt wird? I don't get it. Ich habe drei verschiedene Granaten. Ich habe eine blendende Was? Hand und eine Brand. Ich bin für jede blendende Situation Hand gewaschen. Eine blendende Hand und eine Brand. Und damit kannst du ein Geschäft eröffnen. Oh, Kontrollpunkt. Das ist für mich. Das ist auch für mich. Ja. Ich geh mal hier hoch. Du musst mir mal hier helfen. Okay. Warte mal, kann man da auch hin? Jetzt mal hab ich so ein Ding alleine geschoben. Ja. Warte mal, konnte man hier geht die Tür? Ich glaube, hier sind doch irgendwo noch Gegner. Ich rieche es doch mit meinem Riechorgan. Riechen Sie das? Okay, kann man nicht. Ja, da liegt nur Art Gold von dem einen Typen, den ich am Anfang der Level erschossen habe. Hier. Riechst du das? Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Gehen wir runter.
Aber warte, brauchst du Pistolenmunition? Ich habe keinen Platz. Du hast keinen Platz. Okay. Behalte ich sie erstmal noch. Und du hast auch keinen Platz. Ich kann mir aber Platz machen. Oder auch nicht. Warte, oh, doch kann ich. Mein Gott. Ich weiß, es ist Munitionsverschwendung, aber da liegt ein Erste-Hilfe-Spray rum und das können wir da nicht liegen lassen. Komm her. Ausgezeichnet. Ich kann keine Pistolenmunition mitnehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Boah. Aber die Tür ist aufgegangen. Hä? Wie, Tür ist aufgegangen? Da oben die. Da war ich schon offen. Und ich glaube, einen. Ich glaube, in einem von denen ist ein Emblem drin. Aber ich sehe gerade keins. Na gut. Was müssen wir ja machen? Was hier? Da war doch eins. Habe ich doch gerade gesehen. Hast du alles gesehen? Mach's kaputt. Weißt du, wie, weißt du, wie ich da kaputt mache? Ja. Ich sehe es nicht. Oh, Granat reingeworfen. komm mal hier hin. Ich habe hier ein grünes Kraut. Dann nehme ich mir doch mal. Da musst du dir jetzt Vergenusswurzeln. Vergenusswurzel ist dir. Und dann kombinierst du das. Ja. Irgendwie vermisse ich hier ein paar Gegner. Meinst du das, Lili, nicht damit zusammen, dass wir schon alle getötet haben? Ach, was? Bevor die überhaupt spawnen? Ach, was? So viel habe ich dich getötet. Ey, du Digger! Ich sammle nur kurz Sachen ein, dann komme ich auch. Da unten ist auch einer. Meiner ist tot. Okay. Ausgezeichnet. Warum liegt denn da ein Schatz? Da lag jetzt einfach so ein Topaz am Boden. Wahrscheinlich von dem Typ, den du getötet hattest. Ah, das kann sogar sein. Ne? So, gehen wir da hin. Auf den anderen. Warte, Moment. Da ist doch noch eine Kiste. Wir wissen, was. Es ist nur Gold. Ja, von da kamen wir doch, oder? Nee, hier auf der anderen Seite. Ach, ist ja auch egal. Komm, gehen wir weiter. Ich wollte eigentlich, dass du auch hochgehst. Oh. Du verlangst so viel von mir. Geh mal da hoch. Boom. Jetzt musst du bei mir irgendwie was abschießen, glaube ich. Oh Gott. Ich muss was bei dir abschießen. Müsste ja sein, oder? Was nicht getroffen. Ah. So. Oh, da unten sind noch Kisten. Nein. Wo? Da sind noch Kisten. Da kannst du nicht darunter springen? Ich kann rüberspringen. Nein, Pistolenmunition. Aber warte mal. Kommt der auf einmal her? Okay, man kann die Plattform wieder runterschießen lassen. Wollte der Hund dich gerade rammeln? Oder nicht? Kannst du mich bitte noch mal runterschießen? Ja, Sekunde. Da liegt noch was. Was bei dir? Oh, da ist noch einer. Ach, ich komme gar nicht an diese Kisten dran. Kein Schrott für Munition. Ah, Maschinengewehr Munition, das brauche ich nicht. Dann schieß mich nochmal hoch. Und hier ist ein Doggo, ne? Da. Ich hab nur Pistolen und Gewehr. Irgendwie geht er auf mich los, ey. Lass den Doggo mal hinkommen, dann sniper ich den weg. Habe ich schon. Der ist schon darunter gefallen.
Oh Mann, nie darf man seinen Spaß haben. Okay, Pistolen mal so. Ah, ich hab keinen Platz. Ja, jetzt komme ich an die Kisten ran. Wuhu! Noch einer. Lass mich auf den Arm nehmen. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ich hab gar keinen Platz dafür. Da kommen ja noch mehr. Ja, ne? Ich höre immer noch was. Ah! Die hören nicht auf, hier hinzukommen. Warte, ich komme hoch. Schieß mich nochmal hoch. Ich habe jetzt die Kisten eingesammelt. Oh, aber irgendwie glitscht er bei mir die ganze Zeit. Er läuft die ganze Zeit nur da hin und her, ey. Warte mal. So, jetzt komme ich mal rüber hier. Ja. Geh mal runter. So, ich höre ihn noch. Aua! Misse. Da oben kommt noch einer. Wo kommen denn die alle her auf einmal? Warum sind hier überhaupt so viele Hunde? Der in Resident Evil 4, da gab es kaum Hunde. Ja. Gab es halt echt wenige. Nein, weiß ich nicht. Ja. Was für ein Land spielt Resident Evil 4? Spanien? Spanien, ja. Ne, da müssen wir hin. Mal zurück. Lass mal da hingehen. Wo du bist. Lade nach. Ich muss nachladen. Lade erneut nach. Ach, und nochmal. Wo müssen wir denn hin? Von da, wo ich hingekommen bin. Aber wir gehen erstmal woanders hin, natürlich. Ja, natürlich. Oh Gott, das ist ja doch so ein Doggo. Der ist tot. Der hat's hinter sich. Und hat noch nicht mal was hinterlassen. Oh, da ist der Tresor, den ich gesehen habe. Oh, cool. Oh, ich glaube, das waren alle Gegner. Ja, ich höre keine Musik mehr. Das heißt, wir haben alle Doggos erledigt. Ja. Okay, wo ist dieses eine Gebiet mit der Tür, wo wir vorbeigelaufen sind am Anfang? I don't know. Weil da oben geht schon wieder rein. Haben wir irgendwo was hier verpasst, glaube ich. Ich vermisse irgendwie sowieso, dass irgendwie in dieser einen Stelle keine Gegner kamen. Ja, wahrscheinlich war, weil wir sie ja schon im Voraus getötet haben. Es würden wahrscheinlich noch sehr viel mehr Gegner spawnen, aber wir haben halt vorgesorgt. Ja, komm, da kann man weiter. Vor allem, ich gehe noch mal hier gucken. So, warte, ich hätte vielleicht da. Wollte gerade für dich runter machen. So. Hier ist da die Tür. Ja. Von da sind wir gekommen, ne? Hier war auf die andere Seite der Tresor. Warte mal, kann man die Tür nicht irgendwie aufschießen? Naja, habe ich schon versucht. Ist die Tür für später? Oder kommen da vielleicht irgendwie Gegner raus? Weil hier oben an den Turm kann man auch noch hochklettern, wenn ich mich nicht irre. Na, weiß ich nicht. Ach, dieses Schiff ist riesig. Ich kann versuchen, das hier runter zu schießen. Was hat gesehen? Ja, ich stand gerade davor. Also, aber sehr, wenn du da drunter bist und ich da drunter mache. Ich glaube, dann wäre ich zerquetscht und ich glaube, ich sterbe. Cool. So. Das sagt er auch noch cool. So. Oh, kommst du nicht mehr rüber? Warte doch, ich komme da noch hoch. Ich kann da ja noch hochklettern. Ja, oh, dann kommen wir vielleicht noch dahin. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja, wer weiß. Ist mir egal. Hier.
Na gut, dann weiter im Text. Wo waren wir stehen geblieben? Nein. Ich wollte auch schießen. So. Ein bisschen chillig der Anfang hier. Ich hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Ja. Ich meine, dass die Schiffslevel nämlich gar nicht mal so einfach waren. Ja. Jetzt gehen wir ja rein, ja. Ich meine, wir sind im letzten Teil von den Kapiteln her. Ja, wir steuern so langsam, aber sicher aufs Finale zu. Normalerweise geht der Käfig da auch runter, glaube ich. Aber da du die da oben ja schon alle getötet hattest. Ja. Ups. Ich denke, wenn der Käfig runtergefallen wäre, ich glaube, dann wäre auch die Tür aufgegangen. Weiß ich nicht. Was soll's? Oh, Kräuter. Aber ich habe keinen Platz. Maschinengewehr, Munition. Ich habe auch keinen Platz. Aber dafür habe ich Platz. Obwohl, ich habe doch Platz. Was rede ich hier eigentlich? Ich habe ein rotes. Ich habe ein rot-grünes Kraut schon. Warte, ich kann dir. Ich kann dir Maschine. Ich kann dir Schrotmunition geben. Dann habe ich auch keinen Platz. Warte, gib mir deine Handgranate. Hast du auch eine? Nee. Nein, ich habe keine, aber. Gib mir eine Grenade. Okay. So, dann kannst du nämlich deine Schrotflinte nachladen. Ja, ich habe immer noch keinen Platz. Ja, ich weiß. Du kannst mir aber du hast immerhin war was in deiner Schrotflinte. Ja. Oh, der neue ist. Mehr Zeugs. Wo bist denn du? Warte. Geld. Schrot. So, warte, Moment. What? I need ammo. So, jetzt kannst du deine Piff-Puff nachladen. So, oh. Und jetzt hast du wieder Platz. Jetzt finde ich wieder was und dann bin ich wieder voll. Ja. Oh, ich weiß, was jetzt kommt, glaube ich. Nee, noch nicht. Wir sind Bros. Ja, ich meine Wesker. Ja. Was denn eigentlich? Er hat ihn eigentlich nur aufgehalten, also irgendwie weiß ich nicht. Ja. Dass er die verraten hat oder so. Hey, guck mal hier. Könnten da drin sein. Eine Schrotflinte. Und ich habe keinen Platz. Warte mal. Gib mir was. Warte. Gib mir die Granate. Bitteschön. Joink. Ja, ich habe schon ein Schrotgewehr. Jetzt habe ich noch eine Schrotflinte. Ich habe doch auch schon eine Schrotflinte, die relativ gut ist. Ne? Hör auf, mich zu hetzen! Niemals. Ich kenne das Spiel nicht so gut wie du. Lass mich in Ruhe. Ach, schon wieder diese Blumen. Haben sie einfach nur nicht getroffen. Chris, ist das? Whatever it is, Excella seemed protective of it. Okay. Hm. Jetzt gehört es uns. Ja. Aber diese damit Blumen. So, ich mach erstmal Computer an. Du, 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 du. Schon wieder diese Blumen. Wozu brauchen sie die nur? Schon wieder diese Blumen. An denen kann man doch gar nicht so lange
Hange herumforschen. Din, 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 din. Hast du einen grünen Daumen? Ja. Ich nicht. Er ist angeschossen, funktioniert aber nicht. Ja, warum funktioniert er nicht? Und hier ist noch ein Kraut. Naja. Hier ist noch ein bisschen Gewehrmunition. Irgendwie konnte ich nicht alles davon einsammeln. Weil du voll bist. Ja. Kannst du 33 Schuss davon tragen. Ja. Ich habe übrigens keinen Platz mehr für das grüne Kraut. Na, komm mal her, ich heile uns mal. Mit dem einen grünen Kraut. Okay. Wow. Wuhu. Thanks. Much appreciated. Bing bong, palim palim. Hier sind der Nero und Master und machen euch alle fertig. Warte, ich denke. Ja, was? Der Nero, hast du schon wieder den Alarm ausgelöst? Nein. Ich hab nicht schon Gegner erledigt, die wir noch nicht erledigen sollten. Ja. Der hat sich noch umgedreht, ey. Warum hat er sich umgedreht? Was? Ah. Feuer. Oh Gott. Ah! Oh, hinter uns! What the hell was that? Der lebt noch, das gibt's nicht. Nicht mehr! Den habe ich erwischt. Bleib mal liegen! Bleib mal liegen! Hey, bleib mal liegen! Bleib mal liegen! Bleib der Link? Oh, oh mein Gott. Oh Gott. Du meinst du kannst schießen? Meinst du wirklich, dass das geht? Was ist das? Ich hoffe, ich treffe irgendwas. Ich glaube nicht. Nee, du hast nichts getroffen. Guck mal da, jetzt ist er hingefallen. Hast du gesehen, wie er hingefallen ist? Oh nein. Was ist das? Ich glaube, du hast den Parasiten nicht erwischt. Oder hast du ihn doch erwischt? Nee. Ich hab gar nicht auf den gezielt, ich hab auf den anderen gezielt. Habe ich denn nicht gesagt, dass Blendgranaten Instant-Kill für die Parasiten sind? Nee. Das ist so. Zumindest in Resident Evil 4 ist es der Fall. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. Hier sind wir im Munition. Oh, fuck. Da, ah, der hat einen Helm. Warum hat der einen Helm? Roll darüber und stirb. Da drin ist auch noch einer. No, warum sind hier so viele Gegner? Auf, Granate. Ich glaube, du explodierst oh, oh. Gleich. Oh oh. Nee. Granate ist irgendwie nicht explodiert. Das ist gut. Nimm. Aua. Oh, wo seid ihr alle? Ah. Oh oh. Ah. Gott. Ich habe diese verdammte Granate nicht zu spät gesehen. So. Nein, der lebt noch. Oder auch nicht. Nee, der lebt nicht mehr. Oh, oh mein Gott. Der wirft die ganze Zeit Granaten. Ja, der da oben ist es. Oh. Oh fuck, ich muss nachladen. Da im Container ist auch noch einer. Da. Was hat er da gerade gesagt? Bitte noch einmal auf Deutsch, bitte. Ins Gesicht. In die Fresse. Oder, ach, da ist noch einer. Hallo. Alter, der hat noch geschossen. Hast du es gesehen? Ja. Wir machen die der manchmal. Er hat noch geschossen. Er hatte keinen Kopf mehr. Was soll das denn? Ich höre immer noch welche. Da war da noch einer. Hallöchen. Du? So. Ich wollte schon losschießen. Granate? Wo kommt die her?
Wo ist der denn? Ich sehe. Ich sehe. Ach, da oben ist er. Der gehört mir. Oh, da macht er hin. So. Oh, Mensch. Deckung, Deckung. Wo kommen die alle her? Man könnte meinen, ein Schiff gefüllt mit Gegner wäre ein bisschen weniger besetzt. Ja. Oh, ich treffe den so nicht. Aua. Oh. Was war das? Oh no. Heil uns bitte lieber mal. Du hast so zwei grüne Kräuter. Oh, die Bank, so, und jetzt gehen wir mal eben nach oben und gucken uns mal ein bisschen um. Falls wir hier überhaupt hochkommen, kommen wir hier noch hoch? Nö. Wir müssen nach unten rein. Hier rein. Oh Gott. Hier. Zwei Schüsse, ehrlich? Glaube ich nicht. Boom. Oh Mann. Er lebt ja noch. Nimm die Pistolenmunition mit, ich habe keinen Platz mehr. Ich wollte eigentlich nicht gegen die Wand, ich wollte ihn treten oder so. Ich glaube, du solltest dich heilen. Oh, warte mal. Hey, du läufst hier halbtot durch die Gegend rum. Ja, vielleicht finde ich ja noch was zum Heilen. Okay. Nur so viel Platz hier. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Money. Und da liegt eine Mine. Minen. Das ist doch genau dein Sprichwort. So. Oh, rotes Kraut, ich sehe rotes Kraut. Ja, genau, siehste, deswegen bewahrt man sich so weit auf. Ist ja gut. Gut, hier sind übrigens noch Brandgranaten. Ja, die habe ich schon gesehen von einer Seite. Ja, gut. So, komm mal her. Nehmen wir uns mal was hier. Thanks. Darum sehe ich schon Tresor. Oder finde ich mir nur ein? Also dieser Raum, ich wusste, dass irgendwie noch was kommt. Oh ja, der Gatling. Nee. Ist ein Gatling oder ist ein Gatling-Typ? Das ist ein Gatling, ja. Erinnert mich aus Resident Evil 4. Da gab es auch welche. Ich glaube, wir sollten in Deckung gehen. Ja. Dum, 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 dum. Ja, komm mal hier hin, in der Nähe. Oh, den kann man verprügeln, glaube ich. Wenn sie drin angreifen. Verprügeln? So ein bisschen näher rangehen. Hm. Auf ihn. Tisch. Das war aber nicht dreimal. Oh Gott. Oh oh. Ja, bleib mal da. Autsch. Jetzt. Ja. Oh, warum klappt das nicht? Ah, dann eben nicht. Ja. Oh, ja, warum auf dem Master schießen, wenn ich da hinten stehe, ne? Ich habe ihm die Mütze runter geschossen. Ich glaube, ich habe seinen Zorn erweckt. Oh oh. Fuck. Oh Scheiße. Oh nein. Ah, tut mir nicht weh.
fährt gar nicht da durch. Ja. Oh, der war doch einfach. Das war schon. Tankerschlüsselkarte A aufgenommen und ein grünes Kraut. Ach man. Also. Wo war die? Ach hier. Hier war die Mine. Ich meine eigentlich, dass der Typ relativ stark ist. Ja. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Snipergewehr gegen die Birne geschossen. Ich auch die ganze Zeit. Was glaubst du überhaupt, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Ja, Snipergewehre sind halt stark, ne? Ja. So. Aber wir werden den auch. Geh mal ein Stück zurück. Piu! Das war ich nicht. Dann war ich das wohl. Das war der Wind. So, da habe ich schon gesehen, wo zum Tresor hinkommt. Na, weil wir hätten hier auch die ganze Zeit hier rumlaufen können. Ja. Wenn, damit wir vor dem abhauen können. Aber wir sind doch keine Abhauer. Ja, wir sind einfach so hingegangen und haben den verprügelt. Hier ist Pistolen, ja. Die ich nicht einsammeln kann. Ja, und ich. Was ist da drin? Eine Schlüsselkarte. Kann ich dir irgendwas geben? Ich glaube nicht. Ich kann mein Schrotgewehr nachladen. Ja, lade mal ein Schrotgewehr nach. Dann muss nur einen Schuss geben, dann hast du Platz. Oh Mann. Also ich könnte auch, warte. Ich mach schon. Ich mach das schon. Ich mach's aber trotzdem! Ich möchte nämlich auch was mitnehmen. Gut. Was hat schon mit der Level? Warte mal, Moment, brauchen wir nicht sowieso beide Schlüsselkarten, damit wir überhaupt weiterkommen? Ja ne? Ah, das heißt, wir mussten den Typ ja sogar besiegen. So, ich kann nur. Stimmt, ich kann nur auf der rechten Seite aus irgendeinem Grund. Ja. Du bist rechts und ich bin links. Oh, fuck. Ist das jetzt euer Ernst? Ja. Gott. Aber sind mehrere. Und ich frage mich, ob der überhaupt noch. Nimmt ihr überhaupt Schaden? Oder Granate auf den geworfen? Ja gut. Da unten ist auch einer. Ich habe keine Sniper Munition mehr. Und der Typ steht noch. Warum steht der noch? Boah, den ich eine Granate geworfen habe. Oh. Oh, ja. Oh. Aber der ist jetzt tot. Versuch mal den Loot einzusammeln. Moment, falls ich da hinkomme. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Ah, der hat auf jeden Fall eine. Hey, der hat Goldkette. Das ist voll die fette Kette. Ja, der ist tot. Oder ich noch eine Goldkette. So. Oh, hier ist auch noch was. Maschinenmunition. Du hast keinen Platz. Warte, ich hab noch. Du hast noch Platz. Also du kannst mir mal deine Gewehrmunition geben. Warte mal. Erstmal wer? Warte mal. Warte mal. Gib mir deine Gewehrmunition, dann gebe ich dir die Blendgranate. I need a grenade. Okay. So. Dann lade ich nach. Ich nehme mal nicht die beste mit, wahrscheinlich. Warte, Moment, ich muss eigentlich noch einen Schuss abgeben. Nein, ich habe schon wieder keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Oh Gott. Ich dachte, wir wären Gegner. Gehen wir weiter. Müssen wir es leider wohl oder übel zurück. Warte mal, Moment, ich kann einen Platz schaffen. Okay. Alles muss angesammelt werden. Was ist, du hast ja gesagt, es ist wie Tetris. Ja. Normale Leute würden einfach da vorbeigehen und sagen, ja, oh, dann nehme ich das halt nicht auf, ne? Na, aber für uns, vor allen Dingen für mich, ist es sehr wichtig, dass wir genügend Munition dabei haben. Ja. Haben ich als absoluter Noob in diesem Spiel, zumindest nicht in Resident Evil 4, aber in dem Spiel hier. So, ich glaube, wir sind schon am Ende, oder?
Oh, was? Weiß ich nicht. Kann sein. Nee, es ist, kommt nicht noch ein Bosskampf? Hatten wir doch mehr oder weniger gerade. Was bedeutet überhaupt Progenitor? Das habe ich auch in. Das ist aus aus Code Veronica X, glaube ich. Okay. Nein, aber das bedeutet das Wort. Weiß ich nicht. Weil im Fire Emblem Three Houses gab es auch diesen Begriff. Vegas. Schmeiß Google an. Ja. Gib uns die Information, die wir brauchen. Hat auch mit Ouroboros gemacht, mit der, ja, mit der Schlange, die sich selbst frisst. Hm. Aber das wusste ich schon vorher. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns. Das ist der Typ, den die Villa gehört, ne, aus dem ersten Teil. Ja. Und das Spencer, der ist auch der Gründer von Umbrella. Relativ kurzes Kapitel mit ein bisschen Story dahin. Ja, Albert Wesker ist ein künstlich erschaffenes Lebewesen. Ja, wir sind kein einziges Mal gestorben, sehe ich gerade. Sich auch? Wow! Wir machen es echt gut. Ja. Nicht schlecht. Also ich bin beeindruckt von unseren Fähigkeiten. Ja. Aber ja, und wie es jetzt beim nächsten Mal, wie es dann weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao.